Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 21. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Mit dieser Energie beginnt den Tag. Nicht nur die Sonne ist in diesem Bereich, sondern auch Mars und Venus. Das sind die beiden Liebesplaneten und das heißt, es ist ein wichtiges Thema, gerade Liebe, Partnerschaft. Venus bewegt sich im Grenzbereich und erreicht bald Mars und es kann ein Treffen kommen oder eine neue Begegnung oder die Liebepartnerschaft intensiv erleben. Nicht nur Venus bewegt sich im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, sondern Mond auch. Mond bewegt sich zwischen Widder und Stier, also auch im Grenzbereich. Mond und Venus, beide sind weiblichen Energie, also haben einen ganz großen Einfluss auf uns Frauen. Und das spüren wir auch. Irgendwie stoßen wir an unseren Grenzen. Oder wir beenden etwas und kommt ein Wechsel, etwas Neues. Und das ist Erde-Element. Weil Venus übergeht im Jungfrau, ist Erde-Element. Mond übergeht im Stier, ist auch Erde-Element. Und das wird in die nächste Zeit spürbar. Wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur. Besonders bei Stierenergie ist auch wichtig, die Finanzen in Ordnung zu bringen, unseren beruflichen Situation kümmern und bei Jungfrauenergie natürlich etwas in Ordnung zu bringen, etwas klären. Jungfrau ist auch eine Heilenergie. Auf eine bestimmte Situation Heilung bringen oder bei Krankheiten kommt auch diese Heilenergie in Wirkung. Mond bildet sich heute ein Trigon zum Venus. Das ist diese lange blaue Linie. Es ist Harmonie. Mond noch im Widder, Venus ist noch im Löwe. Beide ist Feuerelement, also verbindet sich zwei Feuerelement miteinander. Das nennt man auch Trigon und das ist Glück, Harmonie und das spüren wir in unseren Gefühlen. Das wäre die Mondenergie, aber auch in die Liebepartnerschaft eine schöne Liebesenergie. Merkur bildet sich auch ein Trigon, auch eine lange blaue Linie zum Jupiter. Und das bedeutet Handlungen, Gesprächen, Dokumenten oder Terminen. Und diese Chancen haben wir, etwas Neues starten oder etwas in Ordnung zu bringen. Jupiter gibt die Chancen, Möglichkeiten und das Glück. Das kann in allen Lebensbereichen treffen, auch beruflich oder privat, eine gute Nachricht. Aber Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und symbolisiert die rechtliche Lage. Und es ist auch möglich, da etwas in Ordnung zu bringen. Abgesehen davon, dass hier kommt ein guter Einfluss von Saturn, ein Halbsextil zwischen Jupiter und einem rückläufigen Saturn. Das ist diese kleine blaue Linie, ist auch Harmonie. Das ist eine gegenseitige Unterstützung oder jemand von der Nähe kommt auf uns zu und hilft, also gibt die Rückenstärkung. Und damit können wir auch rechnen. Wir haben aber eine grüne Linie auch zwischen Merkur und Saturn. Diese Verbindung nennt man Quinkungsaspekt. Und das wird in Astrologie so beschrieben, das ist so vielleicht. Und wenn das ein vielleicht ist, löst natürlich Unsicherheiten aus.
und das entspricht unseren Gefühlen. Also auch wenn da gute Einflüsse da sind und auch das Glück, jetzt etwas klären, in Ordnung zu bringen, aber innerlich fühlen wir uns unsicher. Und vor allem ist es spürbar, dass hier kommt dann eine Neptun-Energie noch im Spiel und das nähert sich schon und das ist Spannung und Herausforderung. Zurück zum Mondbewegung. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Hier befindet sich die goldenen Tor der Ekliptik und wirken die Plejaden und die Hyaden. Und hier brauchen wir die Orientierung. Das bedeutet nicht unbedingt klare Entscheidungen treffen, sondern wir sollen auf unsere Einstellung achten. Wie denken wir? Ist es eine optimistische oder eine pessimistische Haltung? Weil das bestimmt die Richtung und Veränderung wird kommen. Heute bildet sich Mond auch eine Konjunktion zum Uranus. Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Stier. Und die Mondbewegung wird das heute auch erreichen und löst das aus, unerwartete Ereignisse und Umbrüche und Veränderungen. Uranus-Mond-Konjunktion wirkt auch auf unseren Gesundheitszustand. Beide haben einen Einfluss auf unsere Gefühle und unser Nervensystem, weil Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Und wir sollen die Ruhe bewahren, auch wenn das hier Überraschungen kommen, nicht uns aus dem Ruhe bringen lassen, diese Unsicherheit überwinden, was dieser Merkur-Saturn-Quinkungsaspekt eventuell auslöst. Aber die ganze Energiefeld, das gesamte, diese schöne Mond- und Venus-Trigon oder Merkur-Jupiter-Trigon oder diese Halbsextil zwischen Jupiter und Saturn ist eine sehr schöne und angenehme Einfluss. Und das hilft uns, die inneren Ruhe bewahren und auch wenn da Überraschungen kommen, das wird eine angenehme Überraschung sein, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.